Hans-Joachim Stuck, einer der ganz Großen des internationalen Automobilrennsports, stellte sich endgültig der letzten Herausforderung seiner Karriere. Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Für die Experten die weltweit härteste Herausforderung an Mensch und Maschine. Auf einem Lamborghini Gallardo nahm er zusammen mit seinen Söhnen Johannes und Ferdinand sowie Dennis Rostek den Memon K-Transformer mit auf die Reise. Nicht nur beim Veranstalter, dem ADAC, waren die Eingeweihten gespannt, inwiefern die Memon-Technologie auch unter extremsten Rennbedingungen ihre Wirksamkeit zeigen konnte. Das größte deutsche Motorsportereignis zieht eine 250.000 Menschen an den Nürburgring. Sie erlebten im ersten Rennabschnitt eine Aufholjagd des Hans-Joachim Stuck. Nach der ersten Hälfte wartete das Memon-Team um Dr. Steinhöfel auf das Eintreffen der Rennsportlegende. Um eindeutige Ergebnisse zu bekommen, musste regelmäßig das Blut der Testperson Hans-Joachim Stuck untersucht werden. Trotz der hohen Anspannung stellte sich der Star in den Dienst der Forschung. Eine sicherlich herausragende Eigenschaft des ehemaligen Formel-1-Piloten war immer seine Natürlichkeit. Stuck ein Star, der nicht abhebt und immer einen Scherz auf den Lippen hat. So kennen und mögen ihn seine Fans. Der Schussapparat war im Arsch, gell? Ja. Echt? Hat er mir den Dorn im Finger reingerammt, bis er hinten wieder rausgekommen ist, gell? Also ich kann nur eines sagen, bei mir im Privat-Pkw stelle ich deutlich eine Beeinflussung auf meine Person fest, wenn ich lange Strecken fahre mit Memon im Auto. Und ich muss eins sagen, jetzt habe ich es zum ersten Mal im Rennauto ausprobiert. Es geht mir mit Sicherheit nicht schlechter. Im Gegenteil, ich war trotz schwierigster Witterungsbedingungen mit dem Auto, was im Regen mit profillosen Reifen sehr schwer zu fahren ist, sehr relaxed. Hab auch, also ich muss sagen, ich kann dieses Gefühl, was ich im Privatwagen habe, jetzt hier darauf übertragen, auf jeden Fall. Bei der anschließenden Auswertung unter dem Dunkelfeldmikroskop im Presseraum des ADAC war die Überraschung perfekt. Trotz einer regnerischen Aufholjagd war die Wirkung des Memon-K-Transformers für den Fahrer eindeutig regenerativ. Das Blutbild sieht aus, als hätte er sich gerade gut erholt gehabt und käme vielleicht von einem erholsamen Wochenende nach Hause, aber nicht von einem extrem anstrengenden Rennen. Ja. Die Blutbilder im Vergleich zeigen sehr schön die Unterschiede. Verbesserung hin zum optimalen Zellfluss nach der Fahrt des Rennfahrers. Für den Memon-Entwickler Winfried Docho kein Wunder. Der Memon-K-Transformer wirkt auf das energetische Zellsystem und dadurch bekommt die Zelle durch den Elektrosmog keinen Stress mehr und kann ganz relaxed sich verhalten. Der Memon-K-Transformer wurde wie üblich einfach auf die Batterie des Rennfahrzeuges gesetzt und lief zur Höchstform auf. Das Blutbild verbessert sich und mit jedem Durchgang zeigt sich ein besseres Ergebnis. Das ist unheimlich motivierend und für mich ein ganz, ganz großer Ansporn, hier weiterzumachen. 24-Stunden-Rennen sind nicht nur für Fahrer eine Herausforderung. Nach der langen Nacht gab es weitere aufschlussreiche Tests. Obwohl Hans-Joachim Stuck sich nur 40 Minuten Schlaf gegönnt hatte, ein Achsenschaden am Fahrzeug in Windeseile repariert werden musste, fuhr das Stuck-Hoch-3-Team weiter nach vorne. Seitdem Lamborghini zum VW-Konzern gehört, ist Stuck, der als Berater des Volkswagen-Vorstandes weiterhin tätig sein wird, vor allen Dingen darauf aus, hier das Rennen zu Ende zu fahren. Nach 20 Stunden Rennverlauf der letzte mögliche Bluttest bei Stuck. Kaum zu glauben, aber das Blut war auf dem gleichen Niveau wie vor dem Rennen. Riesig für Memon. Ja, also ich bin begeistert auf der einen Seite und auf der anderen Seite berührt es mich auch, weil ich sehe, wie Memon auch unter diesen extremsten Stresssituationen positiv Einflüsse ausübt. Gigantisch toll, dass wir so nah an dem Herrn Stuck sein können, dass wir mit dem Herrn Stuck zusammenarbeiten. Wir haben verblüffende Ergebnisse, was sein Blutbild anbelangt. Und ich denke, das wird viel revolutionieren. Also nicht nur in dem Rennsport, sondern eben auch hier Vorbild geben für den normalen Privatverbraucher. Momente großer Emotionen, als Striezel Stuck den Wagen als 15. über die Ziellinie fahren konnte.
Bei den unzähligen Fernsehinterviews verbarg Stuck seine Tränen nicht. Über 40 Jahre Bilderbuchkarriere und seine letzte Herausforderung mit Memmon an Bord. Auch bei der obligatorischen technischen Abnahme nach dem Rennen war alles in Ordnung. Das kleine unscheinbare Etwas auf der Batterie bestand an diesem Tag alle Prüfungen.